Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica Below Zero. Und ich habe mich ja hier noch eine Weile umgeguckt. Ich habe nichts für den Schneefuchs gefunden, aber so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Also hier so ein Bilderrahmen noch und ein Poster, was ich wohl übersehen hatte. Ja, und dann diesen Behälter, der lag da noch rum. Und ich konnte einen Kühlschrank konnte ich scannen. Den kann man dann nämlich auch bauen. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Ich erinnere mich schwach dran, dass ich den schon mal hatte, den Kühlschrank. Da kann ich zum Beispiel, glaube ich, hier diese Samen reinpacken, dass die nicht verballern, dass die nicht verfaulen. So irgendwie war das. Wo ist er denn jetzt? Schon bestimmt wieder dran vorbeigesaust, ne? Kühlschrank, 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 Kühlschrank. Da. Was kostet der denn? Glas und zweimal Titan, also nichts Weltbewegendes. Ach, falsch. So, und da ist also nichts mit Schneefuchs. Ich will aber... Das Wetter ist schön, wenn das doch mal länger so wäre. Gerade stand noch fieses Wetter. Steigt auf. Ich hatte mir überlegt, oder macht der das nur, wenn der draußen unterwegs ist? Nee, er war ja unter Wasser auch. Diese Geräusche irritieren mich. Wo muss ich lang? Erstmal wieder zurück, ne? Zu der Brücke. Ach, ich kann ja einfach mal so ein bisschen auf Tralafitti gehen hier. Wo geht's denn da so lang? Weil wenn ich einen Schneefuchs sehe, ich habe doch den Pinguin dabei, ne? Vielleicht kann man das ja... Oh, fallen wir jetzt? Warte mal. Ja, ja, hier, da gehen wir mal. Hole ich mir mal zwei Stück von. Die werden ja gammelig, deswegen nur zwei. Die könnte ich zum Beispiel anbauen. Ich hatte mir nicht überlegt, dass ich mir hier eventuell an Land so eine kleine Basis mache. Nur so ein Mehrzweckraum. Ah, da ist dieses Landedings. Ne? Und wo ich rein kann, da drin so ein paar Gewächse. Ich glaube, die kann man dann auch schön wachsen lassen, da diese Wärmebohnen. Und wo es warm ist, von wo aus ich dann vielleicht auch den Spähpinguin steuern kann, weil ich muss ja so ein bisschen im Warmen stehen, damit ich nicht erfriere. Ich kriege das ja gar nicht mit, wenn ich mit dem Spähpinguin unterwegs bin. Ja, so zumindest jetzt mal so mein Gedanke dazu. Ne, was ist denn da? Hä? Hier war ich noch nicht, ne? Was ist das denn hier? Da ist was. Ja, hier war ich mal noch gar nicht. Was ist das denn? Eisstalagnit. Okay. Interessant, interessant. Habe ich die eigentlich schon mal gescannt? Mit Sicherheit, ja. Ich wüsste nicht. Was ist denn hier? Aha. Aha. Das sind die von dem Pfadfinderwerkzeug, die Pfeile, ne? Und da ist das Pfadfinderwerkzeug. Auch nicht schlecht. Ah, das hatte ich aber schon. Was ist das? Marmoranemone. Ob ich heute diesen... Ja, ich hatte ausgelockt. Deswegen ist das noch... Aber das wollte ich gar nicht. Was ist denn das? Silber. Was soll ich da mit dem ganzen Silber? Das lass mal liegen. Das macht mir nur die Taschen voll. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter, ne? Vielleicht finde ich ja... Hier ist das gar nicht kalt in der Höhle, ne? Oh, ich hätte mal was essen trinken sollen. Was habe ich denn da? Eine Flasche? Ich glaube, ich habe noch eine hier drin. Kann das sein? Jo. Aber essen habe ich nichts. Oder hier liegt ja was rum. Komm mal, gib mal hier. So, komm. Ja, siehst du. Und das gibt mir Wärme, ne? Aber gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich weiß, von der Brücke aus Richtung Nordosten, sagte Alan, wäre das interessant, aber gefährlich. Da brauche ich vielleicht erstmal diesen Klopfer, sonst sind wir hier wieder raus. Bin ich jetzt wieder bei Robotik Pi? Jo, ich bin doch in die Richtung. Bin ich jetzt einmal so rumgegangen?
da ist ja interessant. Okay. Dann gucke ich mich mal hier in diese Richtung ein bisschen um. Ich denke mal, so ein Eispirscher hier oder Schneepirscher kann mir hier in dem Krebs nichts anhaben, ne? Oh, da kann man auch rein. Habt ihr das gehört? Das war doch so ein Vieh. Ich mache euch mal die Lampe an. Das ist jetzt nicht... Ja, hier ist ein bisschen Titan. Aber da muss ich jetzt nicht mitnehmen, oder? Ja, komm, kann ich. Titan brauche ich. Komm, packen wir in den Kofferraum rein hier. Voll. Naja. Da ist ein Schneepirscher. Okay, dann stelle ich den jetzt mal hier drunter. Ich weiß jetzt nicht, wie nah ich ran kann. Aber ich will jetzt mal gucken. Hier, komm. Oh, der kommt! Hab mich jetzt erschrocken. Der greift an. Normalerweise waren die gar nicht... Was? Normalerweise haben die nicht, haben die erst angegriffen, weil man schon fast da war. So. Nee, das geht nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich denn jetzt hier so eine Probe entnehmen? Ich versuche jetzt mal, das trotzdem zu machen. Da muss jetzt natürlich wieder so ein Wetter kommen, ne? Oh, hat gehört. Laden? Ich fühle mich jetzt... Ja, ja. Jetzt nimm mal hier eine Probe. Das geht bestimmt nur von dem Lebenden, ne? Versuch, Fell einzusammeln. Das geht. Was hat er gesagt? 4 Stück, ne? Ich hab das nicht verstanden. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Ich muss raus. Eh zum Beenden. Schnell. Ja, 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 ja. Hat das noch geklappt? Oh, ich glaube auf der letzten Sekunde, ne? Das ist das, was ich sagte. Deswegen hatte ich die Idee mit der kleinen Base, dass ich in der Base stehe, wenn ich den... Wo ist das jetzt in dem Pinguin drin? Ich bin wieder warm, ne? Ich hätte auch so ein Ding futtern können, ne? So, das schützt mich nämlich auch einen Moment vor der Kälte. Oder hast du das irgendwo drin? Vorrat ansehen. Ja! 4 Stück, mehr kann er nicht. Dann mache ich doch noch mehr. Komm hier. Ach, den haben wir schon. Hole ich mir doch noch 4. Einfach nur vorsichtshalber, wenn ich auf jeden Fall genug habe. Ach, das sehe ich da unten rechts. Nee, da war nichts. Jetzt haben wir 4. Auch nicht schlecht, ne? Muss ich doch mal ein Bildchen von machen. Okay. Eh zum Beenden. Man muss auch lesen. Gedrückt halt für... Nee, nicht selbst zerstören. Ja, ja, ja. Eigentlich könnte ich das drin lassen, ne? Einpacken. Nee, kann ich nur...
wenn ich das ausgeholt habe, glaube ich. Ja, einsteigen. So, dann werde ich mir diesen Anzug machen. Ey, dass der mich hier angreift. Aber der hat mir keinen Schaden gemacht. Nee, den haben wir auch noch. Wie geil ist das denn? Da ist das fehlende Teil. Und dann kann ich den Schneefuchs machen, dann kann ich den Anzug machen. Dann muss ich mich nun um den Klopfer kümmern, dass wir den noch machen. Oh, da ist noch ein Gerippe, da will ich mal eben rein. Aber Vorsicht. Ja, schon wieder. Kann man das? Nee. Hier habe ich doch ein Shelter. Wow. Brauche hier keine Lampe, ne? Seht ihr doch genug, oder? Oh, guck mal, interessant. Hier kann ich durchlaufen. Ich guck mich noch ein bisschen um hier. Was haben wir denn hier? Ach, da. Ist das cool oder ist das cool? Wenn ich da hinten diese Skulptur sehe mit diesem roten Gewächs, dann denke ich immer, da steht wieder so ein Schneefuchs. Nein, da brauchen wir nicht. Temperatur ist noch warm. Das liegt daran, dass ich dieses Zeug gefuttert habe. Ach du liebe Güte, jetzt wird das dunkel. Aber ich würde. Da ist der nächste da oben. Hat der mich schon gewittert? Da oben ist auch eine Leiter. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt. Ach, sehen wir, zu, wenn wir nach Hause kommen. Ich muss was bauen jetzt. Damit wir beim nächsten Mal mit. Aber der Schneefuchs, ne? Der ist zwar schnell. Aber besser fühle ich mich hier drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Was hat mich denn jetzt wehgetan? Ich bin doch geschützt hier drin. Kann höchstens was kaputt gehen. Ach, da sind wir wieder bei der Landestation hier von dem Robotic P. Da muss ich, glaube ich, hier lang, ne? Oder kann ich da irgendwo durch? Ich kann ja auch mal gucken, ob ich hier durchgehe. Geht das? Hier bin ich hergekommen, oder? Ja, sicher. Ja, jetzt erkenne ich's. Das hätte was, so eine kleine Base hier bauen, aber. Habe ich das eigentlich schon gescannt, das Ding? Gucken wir mal eben. Offenbar. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Eispalme oder wie die heißen, die Dinger, ne? Und weiter. Da ist die Seebahn. Ne? Hier bin ich schon gewesen, oder? Moment mal, wie weit ist die weg? Ja, dann ist das ja hier der Anleger. Moment. Nein, nee, das ist neben dem Anleger. Da ist der Anleger, alles klar. Jetzt im Dunkeln ist das dann gleich alles wieder anders, so ein bisschen, ne? Der Krebs, lasse ich den hier stehen? Ich glaube, den lasse ich hier nochmal stehen. Was soll ich denn da runterpacken? Ist doch gar nicht nötig. Der steht doch gut hier. Ja, dann nehme ich aber. Ah, verflucht. Was machen die Wolken denn? Die drehen da. Verrückt. Dann nehme ich natürlich den ganzen Krempel mit, sofern möglich, ne? Ja, muss ich zweimal für. Macht ja nichts. Komme ich gleich nochmal wieder, hole ich den Rest. Erstmal gucke ich, ob die keinen Schaden genommen hat. Nein, hat keinen Schaden genommen. Na, wenn man nicht drin sitzt, ist da auch keine Gefahr. Ja, ist eigentlich egal. Stück, ey. So, jetzt noch mal eben kurz raus.
keine Qualle an meiner Bahn dran? Nö, ne? Wieso ist das schon wieder hell? Nee, das sah nur so aus, ne? Ist dunkel, oder? Ach, das ist jetzt hier Nordlicht. Oder Südlicht, Aurora. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Das lasse ich mal drin. Okay. Ab nach Hus. So. Licht an. Obwohl, das blendet mehr, als es hilft. Ne? Da ist so ein bisschen wie diese Lichtstäbe in Subsistence. Ja, ich könnte jetzt hier noch farmen. Vor allen Dingen Quarz. Ich weiß nicht, ob das richtig gut ist hier mit dem Licht. Aber da mache ich jetzt nicht. Wenn Blei wäre, wäre das noch was anderes. Aber so sehen wir, wird wir weiterkommen. Ach ja. Müsste noch ein Aquarium bauen. Da kommen dann die Beißfische rein. Habe ich noch irgendwelche, die ich noch nicht drin habe? Ich meine so die Standardfische wie hier diese Eisglubscher oder so. Ne? Oder Reiffische oder Boomerangs, die sind ja eher langweilig. Aber ich wollte ja auch sowieso mal gucken. Oh, hier hatten wir was gesehen. Das wollen wir mal eben scannen. Warte mal, jetzt bin ich ungefähr dran vorbei. Hoffentlich finde ich das jetzt auch wieder. Ich könnte ja Tag schlafen, ne? Da liegt noch mehr. Mal gucken eben. Warte mal. Nee, geh mal eben rein. Jetzt ist egal, komm. Jetzt ist Wurst. Also ist ja voll. 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 Ein Fläschchen. Muss ich sowieso trinken, sehe ich gerade. Voll. Voll. Ich brauche noch mehr Frachtabteile. Ja, viel Platz habe ich nicht mehr. Naja, das ist ja auch... Ich sehe nämlich gerade, hier ist noch was. Ach, schon wieder der Gleiter, ja. Was haben wir denn noch? Ja, bisschen was. Mach ruhig die Taschen voll. Viel Salz hier. Weil dann lohnt sich das auch, wenn du nach Hause kommst, die Taschen voll hast. Ist das ein Schönpfeilchen hier? So heißen die doch in Subnautica 1. Das müsste doch ein Schönpfeilchen sein, ne? Ja, kann, da, da, ja, haben wir schon gescannt. Schönpfeilchen, genau. Das sagen, das kenne ich doch. So, jetzt sind wir einmal ausgestiegen. Jetzt drehe ich noch eine Runde hier. Ist ja überall Salz. Da sind die Beißfische, die brauche ich jetzt nicht. Die beißen mir nur in den Loris. Da ist noch was. Ach ja, ich hatte das gesehen hier, genau. Komm her. Noch ein bisschen Titan. Da noch. Na komm her. Wie viel haben wir noch? Ja, ein bisschen. Ja, hier, das sammeln wir noch eben ein. Zack, oh, da sind die Eis. Die Eisfische. Ich habe auch meine zweite. Sauerstoffflasche nicht dabei. Wie viel haben wir noch? Vier könnten wir noch. Lass mich mal eben Luft holen. Ich muss auch noch mal unten hier in diesen Höhlen rumtauchen, weil so, wo ist meine Seebahn? Da, so mitten im Gestrüpp, das ist das Ding, was ich machen wollte. Ja, komm, dann ist auch genug, hauen wir ab dann. So. Ah, da ist ja noch einer. Kriege ich den noch ganz mit? Mit Glück. Jetzt ist rappelvoll. Jetzt geht nichts mehr. Rappelvoll die Karre.
ja, hier in den Höhlen rumtauchen, wo diese Seekoboldnester sind. Ich habe ja noch keine Seekoboldeier. Na, die wollte ich doch auch haben. Ist eigentlich schon wieder was geschlüpft, was wir noch nicht gesehen haben? Ich glaube wohl, ne? Oh, sorry. Schwimmt doch nicht immer mir genau vor die Bahn. So genau kann ich das doch gar nicht steuern. Ach ja. So. Eine riesen Unterwasserstadt. Ah, oh, gibt größere, ich weiß das. Ach, was ich ja noch ausprobieren wollte, mache ich jetzt demnächst mal. Ob das auch klappt ordentlich mit den Bildern. Ne? Mach nicht mal aus. Jetzt wird schon wieder hell. Klar, ich komme nach Hause, es wird hell. Kennen wir doch. Mit den Bildern aufhängen. Genau, damit ich das dann auch machen kann demnächst, ne? Falls wirklich jemand mir ein Foto schickt, da muss das ja auch aufgehangen werden, oben. So, jetzt muss ich das mal auspacken. Das braucht ihr eigentlich gar nicht mitgucken, ne? Das schneide ich euch raus. Ja, dann mache ich jetzt hier einen kurzen Schnitt und pack alles in die Schränke. Ich gehe auch noch nicht nach irgendwelchen ausgeschlüpften Eiern gucken oder sonst irgendwas, und ich packe nur aus hier und versorge. Vielleicht repariere ich die Seebahn ein bisschen, mache die Akkus voll. Solche Sachen. So 0815, da die Flaschen und das Salz aus der Maschine holen. Das ist immer das Gleiche. Das ist ja nicht so wahnsinnig spannend. Und dann hole ich euch wieder dazu und dann gehen wir erstmal gucken, ob da was geschlüpft ist. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Genau, bis gleich. So, da bin ich wieder gerade geschlafen. War nämlich inzwischen dunkel. So, ich habe auch alles soweit verräumt. Na, hier auch noch den Behälter hingestellt. Ach, es geht halt wieder los. Ja. Gut. Ja, das Gemälde, das habe ich ja auch noch gefunden. Das habe ich jetzt mir noch aufgehangen. Die Musik angemacht. Ja, dann mach mal. Immer her damit. Eine lasse ich mal drin hier. Das Salz weggebracht. Ich glaube, der ist schon voll. Da können wir jetzt hier weitermachen. Ja, irgendwann kommen wir um in Salz. Da muss ich mal gucken, wie ich das loswerde. So. Also, jetzt müssen wir gucken, wir haben zu bauen. Ich habe auch einen neuen Schrank gemacht hier für das. Hier, das heißt übrigens Schneepirscherfell, ne? Schnpfeel. Weil geht nicht länger. Schneepirscherfell. Da sind jetzt nicht. Ich glaube, da brauche ich 4 Stück, ne? Die nehme ich mir schon mal raus. So, was brauchen wir noch? Jetzt gucken wir mal nachher. Was ist das Neue? Was hat das noch? Ach ja, der Kühlschrank. Wo ist der denn? Hier. Den wollte ich auch noch bauen. Glas und 2 Titan. Also erstmal den Anzug hier. Ich muss erst essen. Das hatte ich jetzt gerade gefunden. Ich muss. Ja, das ist mein Magen, ja. Vital signs stabilizing. Na, sowas. Noch mehr. So kann man lassen. Pülleken oben drauf. Alles ist gut. Hier sind noch welche drin, ne? Jep. So, ne, da kann ich zum Beispiel hier, wenn diese Früchte noch nicht verrottet sind, kann ich die in den Kühlschrank packen und dann bleiben die da haltbar. Ich könnte die also dann hier so sammeln und da reinpacken. Das ist gar nicht schlecht. So, die 4 hat man. Jetzt wollen wir hier gucken. Wasserfilteranzug können wir auch nochmal machen, aber pff, dann kriegt man nicht so schnell Durst, wenn man unterwegs ist, ne? Fangen wir hiermit an. 2x Schneefischerpell und 2x Fasergewebe. So, und dann Fasergewebe kostet Schlingpflanzenprobe 2, also 4x Schlingpflanzenprobe. Haben wir auch genau. Gut, dann mach mal.
Ah. Müssen halt alle machen, auch den Klopf, obwohl ich da echt Schiss habe. Da mit diesen gefährlichen Würmern, das soll schon ziemlich heftig sein. So. Thermoanzug. Damit wir da in der Eiswüste auch klar kommen. Kevlar microfiber and insulated with an alpine yoke around the neck and shoulders. The cold suit is designed to delay the onset of hypothermia. Ja, heißt also, das hält eine Weile zwar, aber ist jetzt nicht so, dass du dann da rumlaufen kannst ohne Ende. Jetzt kommt das nächste. Wir brauchen jetzt noch die passenden Handschuhe, nochmal ein Fasergewebe und dann davon. Also nochmal vier Stück. Ne, das wollte ich nicht. Nochmal vier Stück von den Dingern holen gehen. Das kann ich ja hier draußen holen. Ich glaube, ich bin schneller da. War das hier, wo der Ausgang ist? Jawohl. Und dann hier. Aber ich habe ja hier jede Menge Wilde. Komm hier. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn ich noch mehr kann für den Schrank. Irgendwann sagt er, geht nicht mehr. Inventar voll, alles klar. So. Ich muss zwei Stück machen, ne? Ach, kommt wieder Diving into Deep. Gibt es eigentlich noch mehr Musiktitel? Wie viel haben wir? Drei oder vier, ne? Das wiederholt sich ja dann doch recht schnell, ne? Ach ne, wir auch hier rein. So, da haben wir jetzt einmal die Handschuhe. Und die Haube. Habe ich sogar schon angezogen. Aber die Haube nicht. Weil end oder weder, da muss ich das dann immer wechseln. Ah, das kostet wieder vier Plätze, ne? Ja. So. Schwupp. Gut. Da würde ich sagen, die Haube packe ich mir dann in den Krebs hinten in den Kofferraum oder so. So, weiter im Text. Erstmal packe ich die Haube weg, die muss ich jetzt hier nicht haben. Ausrüstung machen wir hier rein, ne? Schwupp. So. Dann war da noch der Schneefuchs zu bauen. Das kann ich aber, glaube ich, nur an dieser Plattform. Das kann ich hier nicht, ne? Moment, da gucke ich mal nach. Den habe ich ja jetzt fertig, den Schneefuchs. Das macht natürlich später mal Sinn, aber ich will jetzt meine wenigen Ionenwürfel da nicht verbraten. Wo ist der Schneefuchs? Da. Geräte? Ich kann den kann ich nur auf der Plattform machen. Aber ich kann ja schon mal das Zeug dafür nehmen. Da muss ich hinten auf Land die Plattform bauen und darauf den Schneefuchs. So läuft das doch, ne? Wo ist denn diese Plattform dafür? Schubkanone habe ich immer noch nicht. Wenn ich die habe, gehe ich nochmal in das eine Wrack rein und schiebe dann da diesen Eingang frei. So, ich finde die noch. Da. Außenmodule. Zum Aufladen und Reparieren eines Schneefuchs und zum Bauen. Also ein Kabelsatz und zwei Titan. Kabelsatz. Warte mal, ich habe da noch einen. Ich hatte mal für irgendwas gespart, aber ich weiß gar nicht mehr wofür. War da hier? Ne, hier. Ne, den habe ich schon rausgeholt. Wieso ist denn hier Wasser drin? Und Schnee. Wo hatte ich den Schnee denn reingetan? Ich weiß es nicht mehr. So, dann mache ich einen Kabelsatz. Kabelsatz. Zack. Und zwei Titan. So, das ist jetzt für diese Plattform.
Pass mal auf, du nervst. Wo ist dieser blöde Reiffisch hier? Jetzt ist er wieder weg, ne? Da, komm mal her hier. So. Das ist ja sowieso, kommt sowieso gleich wieder ein neuer. So, tschüss. Da freut er sich. So. Zweimal Titan, ein Kabelsatz. Das lege ich mir hier schon mal rein. Hier ist auch noch so ein Schnee. Ach, hier ist ja der. Oh, bin ich blöd. Das ist voll, okay. So, dann weiter im Text. Was brauche ich jetzt für den Schneefuchs selber? Der war weiter oben, ne? Da. Eine Batterie ist kein Problem. Schmierstoff und Titan und zwei Magnetit. Nehmen wir erstmal zwei Magnetit. Habe ich überhaupt zwei davon? Bestimmt. Das ist schon heftig. Zwei Magnetit und ein Titan. Attitänsche. So, und was war das noch? Eine Batterie. Die habe ich eigentlich immer dabei. Ich nehme dann mal eine mehr noch mit. Komm her. So. Und dann war das noch Schmierstoff. Schmierstoff ist hier ein leerer Schrank, ne? Ja, ja. Und Schmierstoff kostet... Lass mal eben gucken hier. Das waren doch diese... einflüssigen Pflanzenbüschel. Ne, das sind nicht die. Das sind die Samen hier. Machen wir mal gleich zwei. So, jetzt müsste ich den bauen können, ne? Lass mal gucken. Ja. So, ein Schmierstoff, damit ich hier nicht einen Fake-Schrank habe, ist da drin. War doch richtig, ist alles da jetzt, ne? Ja. Dann packe ich das auch noch da rein. Was war noch? Ach so, und dann müssen wir uns noch um den Klopfer kümmern. Genau. Und dann sind wir eigentlich soweit klar, dass wir da hingehen könnten. Und dann... Ach, das war uns mal... Ich mag übrigens diesen Schneefuchs nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist so schwabbelig. Aber vielleicht haben sie ihn ja auch verbessert. Der fährt sich so schwammig, so. Und man ist nicht geschützt darauf vor den... Obwohl, die kriegen einen, glaube ich, so schnell auch nicht. So schnell sind die nicht. So, hier wollte ich ran, ne? Oder ne, hier. Da. Ja, das kriege ich aber nicht alles da rein. Dann nehmen wir die nochmal raus. Und machen jetzt das, das, das. Eine Batterie. Da gucke ich, da werde ich dann wahrscheinlich eher eine leere nehmen. Und noch ein Titänchen. So. Genau. Dann packen wir die, wenn es denn geht. Ne, geht nicht. Dann mache ich... Oh, das ist auch noch so viel, ey. Ja, komm, dann lassen wir die Haube dabei. Ist egal. So, erst noch mal rein. Klopfer. Da brauchen wir, glaube ich, auch so Patronen oder so. Ne? Wie war denn das jetzt mit diesem Klopfer? Ach ja. Wo ist denn der? Ah, es läuft dieses schreckliche Lied da. Da ist der Klopfer. Schon wieder Magnetit. Boah. Magnetit, Batterie, Titan. Den kann ich ja... Werkzeugen kann ich ja so mitnehmen, ne? Den kann ich ja hier bauen. Also Magnetit, Titan und Batterie. Magnetit. Ja, das ist selten. Ein Titänsche. Oh, furchtbar, diese Musik. Batterie habe ich sowieso. Wo bauen wir das Ding? Hier? Wahrhaftig. Used by miners and researchers to explore perilous environments, the thumper creates a steady source of noise that might repel unwanted creatures by amplifying collision sound waves.
Muss ich denn dafür Ladestand? Ach so, Klopf, Klopf. Der klopft auf den Boden und lenkt damit irgendwie diese unterirdischen Riesenwürmer ab, sodass ich weniger in Gefahr bin. Irgendwie so muss das sein. So, jetzt muss ich diesen beschissenen Schneeball doch nicht mitnehmen. Aber ich habe bei mir zu Hause in meinem Zimmersche einen Schrank, da packe ich das rein. Und dann ist das untergebracht. Schon wieder dunkel, ne? Ach, herrje. Da, noch ein Schneeball. Ach, den Kühlschrank wollte ich noch bauen. Das machen wir jetzt zum Abschluss noch. Den Kühlschrank. Und dann mache ich wahrscheinlich eine Leseeinheit hier hinten dran, dass man lesen kann. Weil ich will auch selber mal lesen, der Kaffeeautomat. Vielleicht steht dazu was, wie man da drin den Kaffee machen kann. Das wollte ich nachgucken und dann zeige ich noch an. Hier hat sich nämlich auch einiges angesammelt wieder. Was sind das? Neue Signale? Aber ich müsste doch auch bald so weit sein, dass ich dann noch mal zu der Margit kann, oder? So, Kühlschrank. Was brauchen wir für den Kühlschrank? Da kann ich am besten gucken, indem ich sage, gib mir mal das. Der ist doch hierbei irgendwo. Da ist er. Glas und zwei Titan. Keine große Sache. Nein. So. Oh. Titan. Leer schon wieder. Zwei Titan und Glas. Mach Glas. Der Kühlschrank, der kann dann aber oben hin. Das ist ja eher wohnen so, ne? Würde ich sagen, ja. Dann baue ich den oben hin. Jetzt nicht in mein Zimmerchen gerade rein, aber hier so. Da habe ich das auch angebaut hier. Da müssen dann noch die Früchte kommen. Dann machen wir den Kühlschrank dahin. Kann man vielleicht auch mehrere hinsetzen. Ja, erstmal einen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn hier die ersten Früchte sind, alle plopp, 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 plopp abnehmen, da rein und dann vergammeln die nicht. Und dann könnte ich hier vielleicht eventuell noch mehr davon hinsetzen. Jetzt kommt das Poster nicht mehr so zur Geltung da, ne? Dann packen wir das hier hin. So. Ja, gefällt mir gut. Ist ja auch schon wieder fertig hier. Das geht immer rasend schnell hier. Lass mal zwei drin. Ich muss bestimmt gleich was trinken. Der ist ja voll. So. Den Klopfer haben wir, den Anzug haben wir, den Schneefuchs können wir bauen. Das Material ist dabei. Dann sind wir soweit klar, dass wir jetzt bald losgehen können und dann da weitermachen können. Ne? Dann kommen wir auch in den Bereich, ja, wo ich eigentlich noch nichts gemacht habe. Also mit diesen Riesenwürmern, da habe ich noch nie Bekanntschaft mehr. Ich hatte den Klopfer, glaube ich, schon mal gebaut. Ah, das kann sein, sogar noch Alpha war. Also wenn wir jetzt noch zur Margit mal reinkommen demnächst und die dann sagt, besuch uns auf unserem Eisberg und wir fahren dahin, finden das und besuchen sie da, dann bin ich ungefähr auf dem Stand, wo ich schon mal war. Dann ist wirklich Schluss, weiter war ich noch nicht. So, was haben wir hier? Immer noch keiner leer. Ist das nicht herrlich? Aber Blei ist immer noch Mangelware. Da muss ich unbedingt mal gucken. Da würde ich für eine Boje für setzen. So, ich würde sagen, das wär's für heute. Was ich aber mache, ich werde jetzt noch lesen. Was wir noch zusammen machen können, ist... kann ich da noch alle rein?
Ja. So, den draufgekippt. Genau. Mal wegen dem Kaffeeautomaten gucken. Hier ist die Musik zu laut. Ich glaube. So ist das gut, ne? So. Das sind die Sprachaufzeichnungen. Ach ja, das Klopfer und so. Naja. Ja, da, ne? Da, also Nordosten, ne? Von der Brücke aus. Da. Mit der Jukebox. Da. Ah, der süße Duft von schmutzigem Bodenwasser. Steht aber nichts davon. Ich glaube, hier sind wir durch. Ne, das ist noch mehr. Das ist blöd, das kann man so schlecht. Ach, da Margot, na gut. Diese Runde geht da nicht. Komm und besuch mich. In, hä? Dann muss ich erst zum Bewechseln. Siehst du, ich hätte ich mal gelesen. Ich war irgendwie beschäftigt, habe das nicht gelesen. Komm und besuch mich in meinem Gewächshaus. Ich bin ungefähr einen Kilometer östlich von deiner Position auf einem Eisberg. Das musst du mir ja gesagt haben. Als wir da unten waren, natürlich. Oder ist da noch was anderes vor? Ich bin nicht beeindruckt, das war sehr einfallsreich. Ja, der Satellit ist abgeschaltet. Nee, dann ist das. Die Margaret hat mir das wohl wahrscheinlich irgendwie gesagt, als ich da auf der Insel war, ne? Und wo wir dann dieses Testüberbrückungsteil reingetan, dann gilt der Kilometer von da. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, von deiner Position. Sonst hättest du ja gesagt, ein Kilometer von hier. Das heißt also, wir müssen. Ja, die Position ist ja eigentlich. Ne, hier. Omega Wrack, Anlandung, Landeplatz, Robotik, Mineneingang, Hauptbasis, Anleger, hier. Da müssen wir hin zu der. Und dann ein Kilometer östlich. Und da ist ein Eisberg. Und da drauf ist das Haus. Und da besuchen wir die. Und wenn wir da gewesen sind, dann kann ich nochmal zu ihrer Base, glaube ich. Irgendwie so. Ah, dann sind wir ja da doch weiter. Habe ich das verpasst? Achso, wir wollten lesen, ne? Dann lesen wir jetzt noch hier ein bisschen. Jetzt ist aber auch Schluss. Ich sag da mal Tschüsschen, Küsschen, Schluss für heute. Aber jetzt hinten dran mache ich noch diese Leseeinheit. Wer also noch was lesen möchte, sind wir jetzt fertig damit, ne? Ja. Der kann jetzt hier dranbleiben. Forschung, Tag und Technik. Warte mal, ist hier Ausrüstung, Basisinstallation? Bin noch nicht fertig. Nix, ey. Nix. Außenbildkasten. Habe ich den nicht gescannt, den? Nee. Hier ist doch nichts mehr drin. Ausrüstung, Handscanner, Klopfer, blablabla. Ich suche den Kaffeeautomaten. Aber da ist nichts. So, Forschung. Geologiedaten. Eisstalagmit. Stalagmit. Nicht Niet. Na, wie gesagt, wer das lesen will, kann notfalls auf Pause machen.
Ah, ich glaube, das ist ein Hinweis. Nimm die Ionenbatterien dafür. Ja, könnte das bedeuten, ne? Ich habe das jetzt mal so ein bisschen mitgelesen. Was ist denn noch? Was fehlt denn noch? Da haben wir noch einen. Unsere Luftpflanzen. So, damit hätten wir das durch. Ja. Dann sind wir damit durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne ein Like und oder ein Abo dalassen, wer noch nicht hat. Und Kommentare schreiben. Und dann geht's übermorgen weiter. Für mich ist jetzt auch die Aufnahmesession hier zu Ende. Heute hier am Mittwoch, den 27. April. 2022. Ich werde wahrscheinlich erst in einigen Tagen wieder weitere Aufnahmen machen, damit ich euch auch nicht zu weit vorauseile. Ich sag dann mal bis dann, bye bye und tschüssi!